Hallo und herzlich willkommen zurück zu Couchschnupps. Du hast übrigens keinen weiteren Strich gemacht. Ja? Doch. Achso, nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Okay, herzlich willkommen zurück zu Couchschnupps. Schnupps. Wundervoll. Jetzt hat das Strichmännchen einen Schaft, und Eier eine Eichel. Und ein Eichel. Ist der Penis? It is so lifelike. Was meine ich immer als nächstes? Ich weiß es nicht. Behaarung? Nee. Okay. Du müsstest nur noch 1 Million mehr Folgen spielen. Weil ich mag so ein buschiges Dickicht bauen. Ein buschiges Dickicht? Ja, wie willst du es sonst nennen? Super dicht. Ups, super dicht. Super dicht. So, was haben wir da? Super dicht, das ist. Oh, ist das ein schwarzer Buh? Oh, das sind Explosionsbuh? Ja. Warum explodieren die Schwarzen? Das ist halt einfach eine Tatsache. Ach so, der geht um dich herum. Ah, so lange wie du willst oder nur eine kurze Zeit? Ja, so lange bis er was hittet. Ja, du könntest du jetzt da unendlich stehen, ohne dass da irgendwas passiert. Also du musst immer. Genau. Oh, ist das ein geheimes Ding? Bam! Ja. Haben wir eigentlich schon Hallo gesagt? Ja, wir haben ja sicher nicht Hallo gesagt, ja. Ja, wir können ja keine Episoden starten, ohne Hallo zu sagen. Diese armen Spider-Dinger. Spider-Schwein. Kannst du dich da nicht umnatzen? Doch weh. Dass ihm selber nicht schwindelig wird. Der muss das aushalten, Herz. Der muss das aushalten. Oh. Achso, da kannst du ganz einfach jetzt. Ah, tricky. Ich bin irgendwie begeistert von dem Game. Dass das doch so cool ist. Nicht erwartet? Nö, ich hätte eher erwartet, aber dass es doch so viel Variation drin ist. Ich hätte eher mehr geglaubt, dass das ein bisschen so, das ist immer das gleiche und halt auf mehreren Planeten, aber nö, es ist doch sehr cool. Ja, man möchte es kaum glauben, aber der zweite Teil gibt auch nochmal viele Neuerungen mit rein. Also? Ja. Es ist ja quasi so eine Pinballmaschine. Das gerade. Ja. Kann man es eigentlich damit vergleichen. So. Sollen natürlich Spinnweben sein? Ja, sowas in die Richtung halt. Das sind so Gummidinge. Spinnenknüppel. Erinnern mich irgendwie an diese Plops aus Zelda. Aus Zelda. Warum sage ich nie Zelda, sondern Legend of Zelda. Das wird irgendwie nicht langweilig. Nein, nicht. Aber vielleicht für uns. Also für den Zuschauer vielleicht, aber für uns definitiv nicht. Das ist ein Hüpfball! Mhm. Das ist natürlich überaus awesome. Cool, ja. Weil wer mag keine Hüpfbälle? Ich sag dir wer. Donald Trump. It's gonna be huge! Ich liebe dieses Zitat. Das ist das Beste. It's gonna be huge! Ich kann nicht einmal seine eigene Sprache sprechen. Ja. Er ist quasi wie ich. Er ist quasi der Lugner. Richtig. Aber im Gegensatz zu den Amis haben wir Hirn und denken uns, dieser alte Industrielle, der alte Industrielle, das ist eine gute Beschreibung für ihn, ja. Wir sind beides irgendwie. Hopp! Oh, wer ist das eigentlich? Das ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Ja, Idiot. Weiß ich nicht. He's Stone Cold. Stone Cold Pete. Stoneface Mac, I give you what I'm vulnerable to. Stoneface Mac, Yellow Eyes. Ja, okay. Klingt irgendwie plausibler. Oh no, don't throw rocks at me, please. Fuck you. Oh, was ist das denn? Der Hoden schon raus. Du kannst doch nicht. Du kannst den Mann doch nicht mit Hoden. Seine Hoden irgendwie.
Oh, der Arme. Der hat nur einen. Und du willst ihn dann immer noch kaputt machen. Nee. Der hat nur einen Hoden und jetzt beginnt alles wieder von vorne. Nicht ganz. Oh, er boxt hin. Rad zuerst links, dann rechts, dann Mitte und dann war's es. Wenn man es richtig macht, gar nicht. Was? Wenn man es richtig macht, dann braucht man die Hände gar nicht zerstören. Ah. Da muss der Winkel stimmen. Muss it? Ja. Er hat dich aber gefangst hier. Nein, hat er nicht. Weil er irgendwie scheiße ist. Stoneface Mac sagen. Yellow Eyes hat jetzt Stone Claws Mac Heart of the Grip. This is not even my final form. Okay, scheiße. Cool, du hast das eine gegen das andere gehabt. Yeah, Z-Brudgeon. Ich bin die Beste. You're so good. Ich bin die Beste. Ich bin so geil. Ich liebe machen ganz lang. $20. Ich bin die Beste. $20, halbe Stunde. Das ist aber billig. Hallo, das ist in Vietnam. Da ist das ein Jahresverdienst. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Vietnam. Ich werde wahrscheinlich sehr, auch nie nach Vietnam sehr reisen. Schlechte Arbeitsverhältnisse, bitte. Niedriger Lebensstandard wahrscheinlich. Ja, ich meine, der Stundenlohn. Wir reden jetzt nicht von Prostitution, sondern von... Ach so. Von... Oh, bam. Das war jetzt knapp. Schon wieder lasst er seine Hoden raushängen. Er hat sich's, glaube ich, nicht so ausgesucht. Yo, das war aber Skillshot. Skillshot, Slingshot. Ja. Und seine Hoden explodieren. Kennen wir doch. Und wir kriegen einen goldenen Stern dafür. Was ist das für eine Welt, in der möchte ich leben? Du lässt jemanden das Hoden zerplatzen und kriegst einen Stern dafür. Plopp. Wie hört sich das an, wenn ein Hoden zerplatzt? Ich möchte es nicht wissen. Ja, probier's. Wirklich das? Ich hätte ja sowas im Kopf wie... Okay, gut. Ja, was, wie soll es denn anders klingen? Boom! Nein, so wie in Episode 2 so... Bam! Was sind die seismischen Bomben, die explodieren und erst nachher den Sound hörst. Wir machen jetzt noch... Aber es ist total scheiße, weil in Space hörst du keinen Sound. Wir machen jetzt noch die Bosa Juniors Schiffsfabrik. There's nothing Soundwave could travel through. Wir machen jetzt mal die Schiffsfabrik, klar. Siehst du, und so lernst du bei den Couchloops auch nochmal was dazu. Was? Weil das ist Bildung, was wir da haben. Wir haben einen Bildungsauftrag. Ich habe jetzt den Leuten erklärt, hey, warum in Space eigentlich kein Sound ist. Kein Sound ist. Was du nicht bemerkt hast, wir machen gerade Nazi-Piraten fertig. Das fuck ist viel wichtiger. Yeah. Das hat gerade voll Prio. Das hat gerade fett Prio, ja. Das hat gerade fett Prio, hey. Ja, es ist... du, wir machen hier einen Fokus. Wir machen Fokus-Target da. Mach mal Fokus-Target. Oh, das hast du mal dick in die Fresse gekriegt hier, ne? Rufen wir mal hier einen Healer. Und wer weiter von uns so hören will hier, ne? Ja, dann geht er mal hier rein, ne? Und jetzt? Okay. Das sind so Laser-Dudes hier. Oh, Laser-Dudes mit Brutzelbratz. Oh, okay, na. Okay. I see clearly now. You have done it right. Also, du musst dich da anhalten. Ah, es ist aber sehr cool. Also, ich finde diese Raupen irgendwie voll süß. Mach sie kaputt. Wiggler. Wiggers? Nee, Wiggers. Das war so gut. Wer das nicht kennt, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich sage nicht mehr, wo das herkommt, weil es einfach zu aufwendig wäre für mich. Zu aufwendig. es ist so ein bisschen zu aufwendig für mich. Ich möchte eigentlich. Ich möchte es ehrlich nicht machen. Es ist je weniger Aufwand, desto besser, wie man ja wissen. Ich gebe mir auch mit unseren Vlogs absolut keine Mühe oder egal welches Video ich mache. Das geht mir eigentlich am
am Penen vorbei. Am Poppes vorbei. Am Pöppe. Geh Kamek, geh weg da, wir brauchen dich nicht. What the fuck? Was hat der für ein Shirt an? Das ist ein Latzerl. Ist ein Latz? Ja. Das ist Bowser Junior. Das ist aber urschüss. Nein, ist er nicht. Ich möchte ihn haben. Bowser Junior ist awesome. Ist awesome. Lass mich raten, wir müssen alle drei Dinger da irgendwie. Oder? Nein, wir müssen nur irgendwelche. Jetzt. Ah! Warst du schon? Yep. Zweimal nur? Nein. Einmal treffen und du. Oh, wie fick. Schade. Fick, fick, fick. Das war's wohl mit dir. Fick, 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 fick. Fick, 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 fick. Okay. Dann, fick, die, fick, dann mach den Boss fick. Noch und dann. Und dann. Ja, wenn, dann muss der Boss jetzt fallen. Sicher, ja. Das lass ich mir hier nicht gefallen, ja. Ja, ne, dann hol dir mal der, dieses One-Ups hier. One-Upsy! Du hast jetzt schon wieder ein Leben verloren. Ja, das hol ich mir noch zurück, keine Sorge. Oder nicht? Wir haben vorher gerade ein One-Up bekommen, ist kein Problem. Ist kein Problem. Jedes Mal, wenn wir da lang gehen, kriegen wir ein One-Up. Richtig. Damit wir da nicht verkacken und alles irgendwie. Hab ich genug, oder? Im Luma-Luma-Laden. 30 Sternenteile. Fuck you, Alter, was ist das für ein Wucher? Warte mal. Ah, sehr gut. Was willst du da haben? Extra Leben. Gib mir was Gutes. Gib mir das Grab. Gib mir das Grab. Max Power. Max! Also, ich sag's jetzt nicht schon wieder meinem Witz. Ja. Ich wollte eigentlich maximale Kraft sagen, aber. Du meinst Unlimited Power? Ja, ja, aber das ist dann irgendwie viel zu. Abgedroschen, halt. Nein, zu gut. Achso, zu gut. Zu gut für uns? Zu gut für dich. Zu gut für mich? Ja, weil. Wer mag dich schon? Ich weiß schon, dass mich die Leute nicht mögen. Wirklich? Weil ich einfach zu nett und zu lustig bin für sie. Deswegen okay. ist es die natürlichste Reaktion einfach, mich nicht zu mögen. Okay. Weil es auch wirklich einfach ist. Ich meine, ich nehme es keinem böse. Echt? Wenn er sagt, er mag mich nicht, weil ich viel zu gut bin für sie. Viel zu gut? Ja. Aber. Nicht nur ein bisschen zu gut vielleicht? Nein. Viel? Nein, viel, ja. Sicher, dass es sehr viel ist? Ja. Quantifizierbar mit was? Viel. Mehr. Ja, aber. Mehr mit mehr. Mit dem mehr? Das mehr? Das mehr, 70% der Erdoberfläche mehr? Mehr als das mehr. Ja, okay, jetzt wird es aber ein bisschen unrealistisch, okay? Also 70% Erdoberfläche mehr hätte man noch einreden lassen. Da kann man vielleicht noch dran drehen, dran schrauben. Ist okay, ja, kann man vielleicht, ist möglich. Aber mehr ist ein bisschen viel mehr. Naja, das ist nicht, wenn du Box bist. Echt? Sicher? Mhm. Ich sag da mal was. Ja? Es ist nicht einfach, ich zu sein. Das kann ich mir vorstellen, weil dass es das nicht musst, allzu einfach ist. Du musst. Wahrscheinlich nicht aus denselben Gründen, wie du es meinst. Du musst einmal, erstens einmal schaffen, jeden Morgen vom Spiegel wegzugehen. Erst einmal vom Spiegel wegzugehen? Ja, weil das ist so fesselnd, weißt du? Okay. Jetzt weiß ich auch endlich, warum die Leute so gerne den Vlog schauen, weil sie nämlich endlich sehen wieder. Ah, nicht runter, nicht runter. Oh. Ist jetzt tot? Nein. Hoffentlich. Ja. Das kommt der Stern und du fällst runter. Alter, das könnte jetzt gut sein eigentlich. Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich tatsächlich für das Spiel. Gerade noch in Stern. Instant alles aufputzen. Nein, natürlich Leute, ich meine das natürlich nicht ernst. Das nächste Mal bei Couchstrips wird uns der Proxy erzählen, warum er so viel besser ist als wir alle anderen. Wir Common Folk, wir Peasants. Ciao, Baba. Mediocre. Ciao, Baba. Ciao, Baba. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couch. Hör auf, Ciao, zum Sagen. Ciao, wir sind schon in der neuen Folge. Ciao, hör auf! Was machst du da mit deiner Hand? Kratz mich hinten im Rücken. Also ich muss einen Stich machen. Ja, richtig. Ciao, Baba. Wir sind nicht Ciao, Baba, wir sind in der Episode. Ciao, Baba. Seit 15 Sekunden. Wir müssen heute für heute eh mal aufhören. Ja, aber eine noch. Machen wir noch eine? Ja, wir sind gerade in der Episode, hör auf!